Hallo, Sir. Es freut Sie sicher, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fick! Es gibt Arbeit. Los! Ja. Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, wie Ihre Schülerin. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro. 5 Minuten. Ui. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Komisch das Ganze. Virilin hatten wir schon. Ja, Fridolin, wir hatten doch schon Pause. Kurz mal vorgezogen, damit ich das Spiel mal kurz neu laden kann. Bibi, danke schön. Achso, jetzt sprechen wir mit Sebastian, ja? Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Vielleicht kann er mir so ein paar Zauber beibringen. Sebastian! Komm her! Sebastian, da bist du! Da bist du ja! Du hast mir eine Erklärung für den Vorfall in den 3 Besen versprochen. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Die junge Dame hat aber eine sehr betonte Hose an. Was? Ja, der Schulleiter ist ein Grimmiger. Ja, der mag uns irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Aber von Anfang an. Er arbeitet wohl mit Renrock zusammen. Und der will was, das ich bei Gringotts gefunden habe. Renrock? Wann warst du denn bei Gringotts? Professor Feig und ich landeten dort nach dem Drachenangriff. Ziemlich gute Geschichte. Feig und der Portschlüssel... Ein Portschlüssel? Nach Gringotts? Ich verstehe gar nichts. Ich komme auch kaum mit und ich war dabei. Jedenfalls haben wir in einem alten Verlies eine Karte gefunden. Sie führt zur verbotenen Abteilung. Das ist nicht dein Ernst. Oh doch. Professor Feig bestand darauf, dass ich niemandem davon erzähle. Ich habe wahrscheinlich schon zu viel gesagt. Verstehe. Dein Geheimnis ist bei mir sicher, was es auch ist. Danke, Sebastian. Du sagtest, man müsse schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Ich weiß übrigens nicht, wie schlau das war, dass ich dem das jetzt erzählt habe. Sie hat mir ein bisschen zu viel erzählt, aber okay. Muss ich mir Sorgen um die Bibliothekarin machen? Madame Scribner toleriert keine Heimlichkeiten inmitten ihrer wertvollen Bücher. Also solltest du zusehen, dass du ihr aus dem Weg gehst. Sie und ich haben unsere eigene Geschichte, aber ich kann mich gegen sie behaupten. Du vielleicht nicht. Was, wenn man uns in der verbotenen Abteilung erwischt? Wir müssten nachsitzen. Lass dir vor allem eins gesagt sein. Meide Peeves, den Poltergeist, unter allen Umständen. Neben der mutwilligen Zerstörung von Schuleigentum ist ihm nichts lieber, als Schüler wie uns zu verpetzen. Danke, Sebastian. Bis später dann. Na dann hoffen wir mal, dass wir nicht verpetzt werden. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen.
Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Ich kann leise sein. Na los. Einen Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Oh. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn, und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Oh. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich wirklich unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Probier ihn doch mal. Neuer Zauber? So. Wir können die Truhen wahrscheinlich dann auch endlich öffnen. Um verbotene Bereiche zu entdecken. Ja. Oh mein Gott, ja. Oh nein, jetzt ist dieses Textfeld wieder da. Ich hab den doch gerade schon zugewiesen. Ja. Oh Gott sei Dank. Okay, es ist wieder weg. Niemand darf uns sehen. Ja, okay. Chat. Nahgegner spüren und untersuchen verdächtiges Verhalten. Wenn du von Autoritätspersonen gefangen wirst, hast du in diesem Auftrag versagt. Okay. Geht die weg? Tut sie. Ich tue so, als ob ich sie nicht sehe. Halt die Klappe! Wie kriege ich die denn da weg? Käse, ich muss doch da reinkommen. Komme ich doch nicht an die vorbei. Ne. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du wirst mich nicht sehen. Du siehst mich nicht. Gott sei Dank. Als ob der sich jetzt nicht wundert, so, warum ist die Tür aufgegangen? Mist, die Bibliothekarin ist noch da. Schnell, hinters Regal. Aha. Ich bin übrigens nicht gut im Schleichen. Ich soll da lang? Mist. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Mhm. Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Oh. Wofür brauchen wir den Schlüssel? Gibt es dafür keinen Zauberspruch? Alle Humore? So kam ich sonst rein. Aber die Bibliothekarin hat es mitbekommen. Sie hat das Schloss mit einem Anti-Alohomora-Zauber belegt. Also geht nur der Schlüssel. Aber keine Sorge. Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Hm.
Okay, ich muss an den Schreibtisch. Ist da jemand? Nein. Sind Sie das, Peeves? Okay, sie geht hier lang. Alles gut. Was für ein Chaos! Psst, ich bin nicht da. Sag mal, versteck dich doch. Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich nur das Buch finden. Oh Gott, das ist doch alles laut, Leute. Psst. Hier ist ein fancy Buch. Chat, ihr müsst doch leise sein, ja? Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Da ist ein Buch einfach eingesperrt. Oh, oh. Nutze den Basishopper Plüpp, während du dich versteckst, um Autoritätspersonen und Gegner dorthin zu locken, wo du sie haben möchtest. Der Zimus, okay. So sind die Leute. Warum sind die Geist, Leute? Sei vorsichtig. Ach so, ein Geist ist hier. Oh, dreh dich bloß nicht um. Nicht umdrehen. Alles gut. Die Luft ist jetzt rein. Wir müssen nicht mehr herumschleichen. Meinste? Sagste so, ja? Da, ich wäre mir ja nicht so sicher. Da ist eine Hand. Da war eine Hand. Also, wonach suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Revelio. Weil Mary alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du ein Heilmittel findest? Hat die Schulheilerin nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert, von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Aber ich bin geheimnisvoll. Weiß nicht, das Bild hat sich bewegt. Na, siehst du mich nicht? Ha! Oh, wie sie geguckt hat. Hab ich aufgemacht. Na, wie findest du das? Geheimnisse der dunkelsten Künste. Beeindruckend. Oh. Ich glaube, da war mal eine Fee oder so drinne. Ich glaube, die wurde vergessen. Hier ist auch wieder so ein Ding. Oh, oh. Nein. Ich will wieder unsichtbar. Wie mein Grab. Ja, ich will wieder unsichtbar sein. Ich fühle mich hier nicht wohl. Uiuiui. Und keiner hat hier irgendwas umgeschmissen. Mist.
Ich muss aber das hier mal ganz kurz ändern. Ich brauche... Was brauche ich hier nochmal? Ich brauche den hier. Oh. Das war... Falsche Taste. Nein, ich drücke die ganze Zeit falsche Tasten. Das wollte ich machen. Hui, Pri. So, wie ich mich verklicke, haben mich bestimmt schon irgendwelche Leute gesehen. Das kannst du umändern die ganze Zeit, ne? Ich brauche jetzt den hier. Repau. Nicht? Oh. Sebastian Cello und seine neue kleine Klette. Er konnte einen Ort an, natürlich, den sie nicht sein sollten. Ungezogen und bald aufgeflogen. Oh, das war so klar. Peeves, wag das es. Verrate ich, das verrate ich, das verrate ich. Grandios. Ah, verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Und hallo Orca. Hallo, hallo. Wann hat Herbst sie ihre Eulenpost bekommen? Am 1. Dezember. Am 1. haben wir schon reingeschaut in das Spiel. Warte, ich will nicht, dass du meinetwegen Ärger kriegst. Ich habe ein gutes Händchen mit den Lehrkräften, wenn es um Strafen geht. Außerdem... Ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut. Wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Ja, das wollte ich ja eben. Reparo. Es war so klar, dass hier einer ist, ey. Ja gut, jetzt wollen wir auch nicht mehr verstecken. Ich nehme aber wieder den hier, glaube ich, mit rein. Sollte ich mich wieder verstecken? Vielleicht sollte ich mich wieder verstecken. Ich bin mir nicht sicher. Mist. Sieht aus, als ob man hier durchrollen könnte. Na gut. Dann nicht. Und hallo, Leon. Hallo, hallo. Na, wie geht's dir? Natürlich. Spuren alter Magie. Auch wenn ich laufe, ne? Dieser Raum verbirgt noch etwas. Oh nein. Dieses Rumgewobbel da wieder. Uiuiuiui. Dieses Gewaber. Ich glaube, ich sollte hier nicht sein. Ich meine, es ist nicht umsonst die verbotene Abteilung. Na so. Wo führt sie wohl hin? Weiß ich nicht, aber das erkunden wir jetzt. Jetzt, warum bin ich denn wieder hier? Ich traue mich hier nicht nochmal rumzulaufen. Wow.
Ui. Revelio. Revelio? Oh, da drüben. Haha. Und schon den Unsichtbarkeitszauber gelernt. Ja. Den haben wir gerade beigebracht bekommen. Heute, aber heute von 39,4 auf 38,9 runter. Oh nein, hast du Fieber? Oh je, gute Besserung dir. Perfekt, bin bei dir im Stream und das Kopi-Abo wurde abgebucht. Sehr gut. Das nein, war ja klar. Ja, ich wollte das sind sein. Wachen. Die sehen mich nicht. Cool. Deine Beherrschung der alten Magie nimmt zu, wenn du erfolgreich angreifst oder Schaden nimmst. Erfolgreiche Kombos aus 10 oder mehr Treffern erzeugen alte Magieverstärker. Sammle sie auf, um deine alte Magie zu füllen und einen kleinen Teil Gesundheit wiederherzustellen. Nice. Wenn mindestens eine Leiste deiner alten Magie voll ist, kannst du verheerende Angriffe drücken. Ja, ja, ja. Ah, grandios. Spannend. Und kaputt. Können wir das hier bitte? Oh, warte mal, da drüben ist ja auch noch was. Hier. Aber da drüben ist was. Ah. Revelio. Damit habe ich gerade nicht gerechnet. Upsi. Bin aber auch rübergekommen. Alles gut. Revelio. Oh Mensch. Aber wie tief sollen das hier noch gehen? Sein. Aber wohin? Ich werde aber nicht lange im Stream bleiben. Will mich ordentlich ausruhen. Mach das. Mach das auf jeden Fall. Gute Besserung. Erhol dich gut. Trink ganz viel Tee. Mummel dich ein. Ne? Dass das schnell wieder wird. Revelio. Denn hier gelandet? Aha. Fast da. Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. Oh, da sind wieder
so Statuen. Eieiei. Reise zum Mittelpunkt der Erde, maybe? Also so tief, wie das hier durchgeht, auf jeden Fall, ja. Oh, da sind aber nicht nur ein paar. Revelio. Ja, jetzt kommt die anderen. Bam. Protego. Incendio. Oh. Den einen haben wir gleich. Protego. Wow. Okay, haben wir. Es ist also doch ein Buch. Revelio. Oh, wow. Timmy möchte, dass ich noch einen Schluck trinke. Das machen wir, bevor wir das Buch einsammeln. Und zwischen 16 und 19 Uhr wird es bei dir bimmeln. Heute. Okay. Bin ich ja gespannt. So, dann Prost, Timmy. Es klingelt jetzt. Das ist aber... Mino, das ist nicht deins. Das ist das von Anja. Kann ich Anja nachher noch schreiben? Ich weiß nämlich nicht, ob sie... Weil sie war jetzt im Lurk, ne? Dankeschön übrigens für den Follow. Danke, danke. Ich weiß nicht, ob sie es mitbekommen hat, aber Paket ist da. Warst du wieder frech? Nee, ich war nicht frech. Anja hatte sich von diesen Uvu-Drinks... hatte sie sich welche geholt gehabt und hat mich gefragt, ob ich davon 3 Stück abhaben möchte, um die mal zu probieren. Und hat mir die zugeschickt. Aber ich werde sie leider jetzt nicht live verköstigen können, weil Sodas hat mich gefragt gehabt, ob ich warte damit, bis er hier ist. Weil er die auch gerne probieren möchte. Also muss ich leider jetzt noch bis zum 9. warten. Ich pack die mal kurz weg. Ich war jetzt gerade verwirrt, dass es jetzt klingelt, ja. Ich dachte auch gerade so, weißt du so, Mino sagt so, ja, zwischen 16 und 19 Uhr wird es bei dir wimmeln und auf einmal klingelt es. Ellie ist immer frech, sie gibt es nur nicht zu. Ja, okay. Am 9. ist Sodas bei Ellie. Ja, wieso 9? Wo ist Sodas? Sodas ist in Baden-Württemberg und arbeitet. Und ich wohne in der Nähe von Berlin. Wir wohnen nicht zusammen. Noch nicht. Ich hoffe, spätestens nächstes Jahr. Ja. Wir gucken. Wir gucken aber ja. Hatte ich vergessen. Alles gut. Alles gut. Wir gucken ja, aber... Ist halt schwierig.
findet man nicht so viel, was bei ihm in der Nähe ist. Gerade, also man findet schon Wohnungen, die bei ihm in der Nähe sind, gerade in der Nähe von der Arbeit. Das Problem da ist eher die Anbindung. Das heißt, wir können da leider nicht hinziehen, sozusagen, weil er hat kein Auto. Aber wenn alles klappt, dann macht er nächstes Jahr den Führerschein und dann können wir auch nach Umgebung sozusagen schauen, nicht nur mitten in der Stadt. Weil mitten in der Stadt ist es halt schwieriger. Dass wir dann halt gucken, dass wir vielleicht ein bisschen außerhalb, so keine Ahnung, ein paar Kilometer, und dann ist halt auch egal, ob dann ein Bus fährt oder die Bahn oder sowas, weil dann hat er halt ein Auto und dann können wir auch ein bisschen ländlicher leben. Dann ist das auch okay. Das ist zumindest der Plan. Noch nicht? Ja, kommt hoffentlich. So. Was der denkt dran, die Schuhe zu putzen, dass so das noch die Nikolaus-Süßigkeiten in die Schuhe stecken kann. Wenn er es nicht tut, dann darf er nicht rein. Aber so was ist doch schon süß genug. Da brauche ich keine Süßigkeiten mehr. So, wir gehen jetzt mal da rein. Oh ja, kommt wieder ins Waschbecken. Oh, das sieht aber trist aus. Kein Wasser. Scheiße. Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morgannock. Willkommen. Professor Rookwood? Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich, wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Hä? Wie es der Zufall will? Fing auch ich als Fünftklässler in Hogwarts an. Kommt mir so bekannt vor. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morgannock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe Sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt, was sind sie?
geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morgenack. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Oh nein. Das ist nicht gut. Oh, oh, das ist nicht gut. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Sebastian? In der verbotenen Abteilung! Schon wieder! Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns. Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn Sie jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Da war keiner. Ich kam allein. Oh, Sebastian. Oh, du Sebastian. Was wird nur Ihr Onkel sagen? Und hallo Grinhaf, willkommen zurück. Sie ist die Auserwählte. Gibt ihr eine stylische Sonnenbrille und einen schwarzen Mantel. Oh, das ist nicht gut. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Und komischerweise, also dieser Reckon kam als Fünfklässler dazu und sieht diese Magie. Sie kam als Fünfklässlerin dazu, sieht die alte Magie. Wir kamen als Fünfklässler dazu und wir sehen diese alte Magie auch. Aber so wie sie geschaut hat, also nicht wir, sondern die andere da, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob sie sich da irgendwie was Krasses drauf einbildet. Oder ob sie irgendwas machen möchte. Egal, was sie tun will. Ich glaube, es ist nicht gut. Ich habe das irgendwie so im Gefühl. Ich weiß nicht. Ich habe ihren Gesichtsausdruck zum Schluss gesehen und ich dachte mir so, oh oh. Sie plant irgendwas und das ist nicht gut. Incendio. Kann ich das damit ausmachen? Nein. Da geht es halt rein, aber ich kann. Also, Feuer mit Feuer funktioniert nicht, anscheinend. Protego. Das Feuer sieht mich nicht. Nein, okay. Revelio. Mist. Ellie bildet sich Muster ein, ne? Feuer mit Feuer löschen klingt logisch. Man kann Feuer, also zumindest Waldbrände, mit anderen Bränden eindämmen. Auf jeden Fall. Weil das sich dann in keine Richtung mehr ausbreiten kann. Das war mir auch aufgefallen. Das ist jetzt Fünfklässlerin. Ja, aber wir alle, ne? Also alle, die alte Magie anscheinend sehen können, fangen als Fünfklässler an. So, komisch. Weiß nicht. Und wie gesagt, ihr Blick zum Schluss war so,
ob sie sich da was drauf einbildet und was plant. Und ich glaube, das ist nicht gut. Es lässt mich zumindest mit einem sehr mulmigen Gefühl zurück, sagen wir es mal so. Ja, wenn man dem anderen Feuer damit den Sauerstoff nimmt, geht das ja quasi. Brennende Ölquellen werden mit Explosionen gelöscht. Krass. Krass, ey. Wenn ein LKW-Fahrer braucht für einen Umzug, kann mein Urlaub so planen. Wir müssen ja noch nicht mal bei mir zusammenziehen. Aber wenn du als LKW-Fahrer noch den LKW mitbringst, dann können wir drüber reden. Es sind halt ein ganzes schönes Stücke, was wir fahren müssen, denn, ja. Aber so ist es nicht essbar. Bist du dir da sicher, Mino? Nein, okay, aber anknabbern darf man schon mal. Wenn so das da ist, wird Ellie immer so flauschig. So flauschig? Ja, weil ich ganz viel geknuddelt werde. Ich werde ganz viel geknuddelt, deswegen. So. Es gibt auch die Variante, dass durch eine zusätzliche Explosion der Sauerstoff verbraucht wird und dadurch das Feuer ausgeht. Ah, krass. Ist ja quasi das, was Orca meinte, oder? Die werden auch mit Explosionen gelöscht. Krass. Idwitch, hör auf mit dem Ladekringel. Oh nein. Aber das liegt nicht an mir. Ich habe zumindest keine ausgelassenen Frames. Kann auch beim Umzug helfen. Aber ich übernehme nur das ordentliche Verkabeln. Ja, Mino, du willst nicht wissen, wie das alles aussieht. Wobei, ich habe meinen Tisch ein bisschen umgestellt und jetzt ist es ein bisschen ordentlicher. Es ist ein bisschen ordentlicher als vorher. Ich hatte auch zweimal einen Ladekringel, aber ich habe keine ausgelassenen Frames. Vielleicht ist Twitch auch einfach wieder doof. Ich weiß es nicht. Ich habe zumindest keine ausgelassenen Frames. Also sollte das Ruckeln zumindest oder das Laden nicht von mir auskommen. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Kobolde und Rockwood? Das ergibt keinen Sinn. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Es ist unvorstellbar. Ah, Fig. Sie haben Besuch. Mal sehen, was ich herausfinde. Sir, ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren. Es war ein Buch, das wir brauchten. Ich habe bei einem alten Schreibtisch meinen Vorhang angebracht drunter, um die Kabel zu verstecken. Ja, also ich habe halt auch nur einen sehr kleinen Schreibtisch und sehr viel Technik drauf. Da ist dann halt ein bisschen schwierig mit Kabel und so. Das ist halt sehr viel Kabelei. Ich denke, dass da ein Verbindungsserver mal wieder etwas spinnt. Das kann sein, ja. Vor allem, wenn Mino zum Beispiel keine Probleme hat, aber jetzt drei Leute schon. Wie gesagt, bei mir steht auch drin, ich habe keine ausgelassenen Frames oder so. Ich sollte zumindest von meiner technischen Seite aus sollte alles laufen. Was? Das... Halt. Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Naja... Eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen.
Ich will alles hören, aber schauen wir erst mal. Oh. Oh nein. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich sah bei dem Buch noch zwei Erinnerungen. Noch ein Denkarium? Bei Godrics Herz. Der Mann, den wir gesehen haben, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hatte. Wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche. Ich passe meinen Schreibtisch selber. Ja, sowas bräuchte ich auch mal. So einen customized Schreibtisch oder so. Weil alle, die ich finde, haben entweder nicht die richtige Größe, nicht die richtige Breite, nicht die Länge, die ich haben will. Das ist alles schwierig. Ich müsste mir wahrscheinlich auch einen selber bauen. Wobei ich da nicht wüsste, ob der hält. Wenn ich das selber baue. Naja, kann ich sogar die Kabelschicht anpassen, ja. Ja, ich glaube, das ist das größte Problem. Mein Schreibtisch hat sowas nicht. Passend zur Haarfarbe. Finde ich auch. Deswegen trage ich das. Ich finde das auch. Es passt sehr, sehr gut zur Haarfarbe. Was werden Sie Ihnen über Mr. Osricks Tod sagen? Ich weiß nicht, wie viel ich sagen soll. George wollte das Ministerium von Ranrock überzeugen. Ohne Erfolg. Mein Instinkt sagt mir, wir folgen dem Weg, auf dem wir uns befinden und behalten die Details für uns, bis wir mehr wissen. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern. Auch ohne Sie wird mir nicht langweilig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Oh, und vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von Ihnen lernen können. Ja, stimmt. Wir haben ja schon so einen Unsichtbarkeitszauber jetzt gelernt gehabt, ne? Von unseren Freunden. Meno, ich denke mal, dass das, was von Amazon, denke ich, dann mal ankommt, zwischen 13 und 16 Uhr, was du meintest, das wird wahrscheinlich für einen Geburtstag sein, oder? Also nicht auspacken. Triff mich so bald wie möglich in Lower Hogsfield. Ich möchte mit dir über Rookwood und Harlow sprechen. Und außerhalb des Schlosses wäre das wohl am besten. Natty hat dir gerade eine Eulenpost geschickt. Darin bittet sie dich, im Dorf schon Lower Hogsfields zu treffen. Okay. Also... Ich kann nur die Luft zum Stinken bringen, Zauber. Den können wir alle, glaube ich. Wo bist du eigentlich, Ellie? Gryffindor? Orca. Orca, glaubst du das denn wirklich, dass ich Gryffindor bin? Also jetzt bin ich ein bisschen empört. Gryffindor ist so langweilig. Aber ich erlaube es dir, aus Gründen schon direkt zu öffnen. Echt? Ist für den Geburtstag an sich? Okay. Ich weiß nur nicht, ob ich so lange online bin, aber wenn nicht, dann schicke ich Bilder in Discord rein. Ich glaube, die sind aus Gründen schon direkt zu öffnen. Okay.
Deswegen frage ich, weil ansonsten hätte ich sie jetzt halt natürlich liegen gelassen und zum Geburtstag jetzt aufgemacht. Weltkarte. Ach du heilige Scheiße. Sag mal das. Also das. Ach du Scheiße. Das Spiel ist schon ein bisschen groß, kann das sein? Huch! Ja. Ja, hoppala. Das ist ganz schön nah dran. Wo muss ich denn hin? Dies ist das Dorf. Da ist das Dorf. Hier ist das Dorf. Hier. Okay, cool. Die Professorin Fig und Weasley möchten, ja? dass ich Ihnen noch einen Verteidigungszauber beibringe. Erledigen Sie bitte meine Aufgaben und kommen Sie anschließend zu mir in mein Klassenzimmer. Ist Ellie die nasigste aller Nasen? Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Ach, Fridolin wieder. Und Hallöchen, Safra. Hallo, hallo. Ich kann mich nicht erinnern, wo. Ich weiß nicht, wie sieht denn mein Kanaldesign aus? Walker. Welche Farbe hat mein Kanaldesign? Und dann schließ auf das Haus, in welches ich bin. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Mhm. Grandios. Oh, das war die falsche. Ellie ist ein Instrument. Ich bin ein Instrument. Weiß ich nicht. Also, ich glaube, wir gehen aber dann hier hin, weil ich muss ja. Nee, nicht nach da. War das von hier aus nicht irgendwie noch hier runter, ne? Da. Dann reisen wir doch hier hin. Dein Kanaldesign? Grau. Wie alles im Leben. Ja, ja, genau. Ich nix Farben zuordnen. Okay. Dann andere Frage. Welche Farbe hat denn dein Name? Auf Twitch. Oder der von Meno. Oder der von Fridolin. Oder der von Grinhaf. Oder von Safra. Ich hätte noch drei zu raten. Du hast jetzt genau die beiden genannt, wo ich mich überhaupt nicht gesehen hätte. Hier sieht man's. Na, grau. Ja, ja, grau. Alles grau. Grau in grau mit grau. eigentlich wollte ich Karte gucken. Warte, da muss ich hin. Was haben wir hier eigentlich alles? Sehe ich das schon? Sammlung so. Oh, stimmt, wir können die Truhen ja hier durchgehen. Dimmiges-Statuen. Ja, die habe ich noch nicht. Handbuchseiten 30 von 55 gibt es hier. Oh. Ich lege hier mal trotzdem den Wegpunkt hin. Eine grüne Schlange? Also, bei den Dementoren. Also, boah, da hätte ich auch kein Problem mit. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die ganzen grünen Statuen sind.
nicht Statuen, die blöden Brunnen. Da unten ist eine. Hier liegt Geld. Ich habe Geld gefunden, Leute. Ich will auch, als ob ich deine hier würde. Komm schon. Uah. Oh, das ist gar keine mit einem Auge. Hat Ellie eine Nase? Meistens. Muss ich mir jeden Morgen rankleben. Rebellion. Ah, stimmt, hier war ja auch noch das, wo ich keine Ahnung hatte, wo das ist. Warte, hier. Lumos. Was da? Weiß nicht, wo das ist. Das muss aber hier irgendwo in der Nähe sein, eigentlich. Hier so. Weiß nicht, irgendwo hier, aber ich weiß wirklich nicht wo. Vor allem ist das halt auch genau andersrum, ne? Der grüne Baum ist ja auf der Seite und der andere ist auf der rechten Seite. Gibt es einen Command für die Zeit bis zur nächsten Pause? Nee. Ich kann dir aber sagen, wann Twitch wieder Pre-Rolls schalten würde und wann ich dann wieder Pause mache. Gleich. Also, hier steht, es ist noch 1 Minute 30, dass keine Werbung vom Stream ist. Also gleich. Der Ton krisselt immer wieder. Hä? Das ist aber wirklich... Also, es liegt nicht an mir. Bei mir läuft alles. Wie gesagt, auch OBS sagt mir nichts, dass irgendwas Probleme machen würde. Jetzt lädt bei mir. Hat Twitch gerade irgendwie Probleme?